Jo Leute, ich stehe mit über ein Like und ein Abo und diesem Video freuen. Also wenn ihr das macht, seid ihr Ehrenmänner und jetzt würde ich sagen, ab geht's mit diesem Video. Jo Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen FIFA 21 Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, wie ihr da schon wieder ein Thema beziehungsweise im Video seht, beziehungsweise auch im Titel und auch im Thumbnail steht, spielt wieder FIFA 21, Leute. Und zwar, Leute, haben wir ja die letzte Folge grandios mit 4:2 gewonnen. In Leipzig, jetzt steht aber die Partie an. Zu Hause gegen Bielefeld. Wie das alles wird, ob wir zufälligerweise gewinnen oder verlieren, das alles in dieser Folge. Wenn ihr nichts mehr rund um FIFA verpassen wollt, dann lasst sehr gerne jetzt einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da. Und dann gibt es so eine kleine Glocke, wenn ihr die auf alle Benachrichtigungen schalten könntet, wäre das auf jeden Fall sehr, sehr nice, weil dann seid ihr Teil der Tiefen Army. Wir springen auch direkt rein. Hier mal wieder unsere Startelf. Und zwar wir haben Strohengel, Silver. Ja, ich guck mal mit einem neuen Stürmer. Nee, ich muss mich unbedingt mal einen Stürmer-Ausschau halten. Aber wie gesagt, wir springen direkt rein in Startet bei bedeckten Wettern mit dem Schiedsrichter Yannick Zöckler. Viel Spaß! Ein in Stadion von Eintracht Frankfurt, natürlich in die Commerzbank Arena bzw. Deutsche Bank Park. Spieltag 11 und Frankfurt gegen Bielefeld. Das ist die Aufstellung von Eintracht Frankfurt. Die Nummer 1, Kevin Trapp. Die Nummer 13. Hier Geschichte: zwei Teams, 19 Tore, 77 Tore. Ich hoffe, wenn ihr die Folge seht, habe ich endlich hoch die Hände. Beziehungsweise habe ich dann endlich Ferien, Leute, 2 Wochen lang. Osterferien, weil die Folge können ja eh erst am 1.4.2021 online. Beziehungsweise, da konnte ich online, aber ich weiß nicht, wann ihr euch vergrenzt. Vielleicht seht ihr die auch ein Jahr später oder irgendwann dieses Jahr. Ja. Da an der Ecke stehe ich, meinen Sie mal. Das sind, glaube ich, die Ultras. Kevin Drapp, Indika in der Gantuta, Kostic, Hasebe, Jungs und Durm, Jovic und Silva und vorne Strohengel. Das sind die Reserven. Williams, Rode, Zuba, Barco, Gisagaturi und Schuba. Das ist die Shot von Amine Bielefeld. Dankeschön. Jetzt kann es losgehen. Viel Spaß. Genau, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Partie. Ich hatte die Einstellung jetzt wieder einen Grad schwerer gestellt. Jo. Sturm. Strohengel macht den Ball nicht rein. Mit seinem Kopf. Jo, wie knapp. Und bei der Abschlag. Der Ball geht an und Strohengel sieht aber da unten Silber. Gut gesehen. Was, Silber kann jetzt nichts machen. Passen wir zurück zu Durm. Jo. Jovic. Mist. Und jetzt kommt Bielefeld. Und noch wann mit seinem Einwurf.
Ja, so wie wir gerade eh dabei sind. Schreibt gerne unten in die Kommentare, was ihr denn, wie die Partie ausgehen wird. Ob Bielefeld gewinnt oder Frankfurt gewinnt. Uff. Gut gesehen, Alter. Das sind wir schon wieder im Strafraum von den von uns. Ja. Das kein Foul ist. Yo. Das ist keine Minderwerte, ist der Schiedsrichter. Dass das kein Elfmeterwürdig ist. Dass das kein Elfmeterwürdig ist, frage ich mich auch immer noch. Junge, das war doch mehr so ein Foul. Du. Kannst du den Ball nochmal erobern? Und nee, aber dafür kommt Bielefeld wieder am Ball. Nach gefühlt 30 Minuten gespielt, noch kein Tor bei Bielefeld. Er springt drüber. Gut geheim von Kevin Drapp. War aber auch eine leichte Aufgabe für ihn. So für die, so auch für die, den Einwurf eine leichte Aufgabe ist. War auch, und der Ball zu halten. Passt lieber zurück zum Torwart. Hasebe. Ey, die nächste Partie für Frankfurt eingeblendet. Sonntag 14.30 Uhr in Schalke 04. Also das Spiel Frankfurt. Der ist Frankfurt zu Gast bei Schalke 04. Gucken, wie die Partie wird. Ich muss sagen, dass es keine Elfmeter gab, das ärgert mich trotzdem. Junis ist auch in echt in guter Form. Oh. Das geht einmal für einen Frankfurt. In der ersten Halbzeit ist noch nicht so viel passiert, liegt aber auch daran irgendwie, dass... Keine Ahnung. Sag's mir. Ich versuche schon die ganze Zeit... Eisröngel stand da im Abseits. Das ist kein Foul. Silber hat die Chance. Silber hat die Chance, das 1:0 zu machen für die Frankfurter. Silber sieht da die Chance. Sieht auch den Mitspieler. Da oben Kostic gesehen. Leider Außennetz. Also ich muss sagen, Frankfurter sind nicht so stark wie zuletzt, als wir jetzt, mit 4:2 gewonnen haben. Ich kann die anderen verlegen und gleichzeitig spielen, weil das einfach nicht geht. Eine Minute geht es jetzt noch oben drauf. Und damit geht es auch in die Halbzeit von Frankfurt gegen Bielefeld. Unterstützen Sie uns! Indem Sie diesen Credit Code eingeben, Credit Code Sigi, Item Shop von Botnet, Item Shop von Rocket League. Vielen Dank. Ja, Leute. Die Partie sehen wir eher in der Erdenpartie. In der Erden also nicht so spannend gewesen. Hier sehen wir auf den anderen Plätzen. Leverkusen gewinnt. 3:0:3.
Weiter geht's in die zweite Halbzeit. Und ich glaube, niemand hat einen Wechsel gemacht. Nee. Wo ging dieser Ball hin? Fans von Eintracht Frankfurt. Kevin Trapp spielt nicht mit dem Ball, sondern pass auf, wo der Ball hingeht. Leute. Die nächste Partie wird eingeblendet. Für Bielefeld, dann geht es in Augsburg. Hui, das war echt knapp. Aber jetzt macht Bielefeld ein bisschen Druck. Aufgepasst von Kevin Trapp, der jetzt auch ein bisschen mit nach außen kommt. Aber Bielefeld macht jetzt ernsthaft mehr Druck. Sieht man auch, wie die versuchen wollen, dass die führen wollen. Aber jetzt kommt Kostic. Ey, Jovic, ich lass dir doch den Ball nicht so leicht abnehmen. Gut gelöst. Oh Mann. Also ich hatte heute insgesamt nur 3 Schulstunden Unterricht. Ja, dann jetzt dementsprechend Ferien. Ich glaube, ich starte so gegen 14.30 Uhr hoch. Vielleicht bin ich da ja schon live oder es geht noch live. Kann ich jetzt noch nicht beurteilen, wo ich das Video schon aufnehme. Kevin Trapp könnt jetzt einmal mit nach draußen. Was? Fehlpass und Torwart. Das gibt die Auswechslung. Nummer. Assen geht raus, dafür kommt die Nummer 13 oder 15. Keine Ahnung, was das war. Frankfurter muss jetzt erstmal mehr Druck machen. Der kleine Peter kann jetzt am Eingang von Block 7 abgeholt werden. Ich wiederhole, der kleine Peter möchte von seinen Eltern bitte abgeholt werden. Danke. Dass das kein Foul war, war richtig. Weil die haben mich genauso gefoult. Kleiner Peter, wie gesagt, bitte in Block 7 abgeholt werden. Zeitspiel! Hallo. Der hat auf Zeitspiel gemacht. Ey, das ist gemein. Super geklärt. Hat unten Kostic gesehen. Kostic rennt jetzt mit dem Ball ins Tor. Und er macht das. Eins zu null. Hölle Kostic. Hier sehen wir es nochmal. Ein sehr, sehr wichtiges Tor für die Frankfurter. Sehen wir auch den Trainer bzw. mich. Yes. Es hat nur 82 Minuten gedauert. Philipp Kostic. Oh, dann müssen wir aufpassen, dann, dass die Bielefelder kommen.
Ecke. Es könnte nochmal Chance werden, aber dafür geht Dings raus. Wir können Williams. Duren geht raus. Duren geht raus. Ich glaube, der Wechsel hat gerade stattgefunden. Ja. Kann Jovic etwa das 2:0 machen oder mit dem Ball ins... Das ist wohl die Partie gewesen. Das war's, Leute. Einfach kostet in der 20. Minute das geilste 1:0 Tor gemacht. Und damit ist auch Dings Kostic einer der besten Spieler heute gewesen. 1:0 muss nicht immer 2:3:0 ausfallen. Und man kann es auch mal kleiner ausfallen lassen. Nun gut, Leute. Nach dem Sieg freue ich mich bestimmt, Leute, wenn ihr das Video seht, freue ich mich auch, dass ich Ferien habe, und dann freue ich mich noch umso mehr, wenn ich die Partie auch noch gewonnen habe mit 1:0. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Grüße gehen auf jeden Fall raus an den Schiffen, der in die Zukunft, der sich auf. Korrekt. Auf die Ferien von und auf den Sieg. Wir überspringen mal wieder das. Nun gut, Leute, danke fürs Zusehen. Wie gesagt, ich bedanke mich bei euch. Das nächste Spiel ist, wie gesagt, den Schalke. Wenn ihr das und alles viel mehr nicht verpassen wollt, dann ja. Ja, wie gesagt. Und dann ab oder habe ich es euch ja schon am Anfang gesagt. Ja, wir sind immer noch einer der besten Teams überhaupt. Wir sind so verdient Erster. Ich sag's euch. Mal schnell hier die Mails checken. Ein Spieler will was von mir. Bei uns läuft in letzter Zeit richtig gut. Sie wissen, wie glücklich ich bin, für Sie und für den Verein spielen zu dürfen. Aber vielleicht wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt, um über die Vertragsverlängerung zu reden. Ich möchte nämlich gerne wissen. Oh, er möchte gerne wissen, wie es mit seiner Zukunft aussieht. Herr Sebe. Wie ich das jetzt mache, dann jetzt. Vertragsverlängerung. Ich hoffe, ich mache das richtig, weil ich weiß nämlich nicht, wie viel Geld ich in Edge verdiene. Sag 4 Jahre, wenn das geht. Nein, dann 2. Gegenangebot 2. Gehalt. Mache ich genauso viel. Hä? So viel kann ich gar nicht. Ups. So viel kann ich gar nicht machen. Das wusste ich natürlich. Hätte ich gesagt, mach mal die. Zahlung. Geil. Das passt. Ich hoffe nicht, dass da meine Karriere wieder sich beendet, weil FIFA sich was denken muss. Ja gut, wie gesagt, ich spule dann jetzt mal weiter und gucke mal, was passieren wird.
Super Boss, es freut mich, dass Sie. Bitte schön. Danke für das Gespräch. Einfacher Säbel. Beziehungsweise ja. Ich will sie dir noch mehr beenden, Leute. Wisst ihr, Leute, ich will eigentlich das andere Spiel mit Schalke auch noch spielen. Was Dummes hat. Okay, weil es Ferien sind. Weil Ferienbeginn ist, würde ich jetzt hier einen Cut machen und wir sehen uns direkt in Schalke. Leute, ich hatte vergessen, auch zur nächsten Folge. Aber hier könnt ihr wenigstens das Ergebnis sehen. Dann, bitte, es hat mal so improvisiert. Ihr seht hier 3-1. Wenn ihr die... Was habe ich jetzt gemacht? Hier zeige ich euch mal kurz die Tore von Jovic. Und, das heißt 1-0 für Eintracht Frankfurt. Jawohl, Alter. Die habe ich wohl vergessen aufzunehmen. Die Folge. Moin, Meister. Da müssen wir so improvisiert werden. Da sehen wir den seinen Torjubel. So, da sehen wir jetzt auch Kostis Tor. Jawohl, Alter. Wie gesagt, da müssen wir das mal so improvisieren, oder wie es heißt. Und dann anders machen. Dann das Tor von Schalke, da haben wir gesagt, da habe ich gesagt, jetzt soll eigentlich nicht mehr passieren, aber was macht Kevin Trott da draußen? Was macht er denn so weit da draußen? Was macht die Abwehr von Frankfurt? Ey Junge, und dann hat er natürlich leise Spiel und Kevin Trapp geht auch nicht, gerade auch nicht ein. Und so ist natürlich ein leichtes Spiel für die. So, da gibt es auch noch eine gelbe Karte für Tuta. Für diese Foul, weil Kevin Trapp schon wieder rausgegangen ist. Sonst sein Kasten. Aber gibt es für diese andere Sequenz keinen. Hasebes Fehlschuss, was aber sehr, sehr knapp war. Erst gesehen. Es war nur, ich sehe das nochmal besser. Ja, es war knapp. Und dann André Silva, das 3:1, was auch der Name, der ja der Sieg ist. Wir können nochmal das Ergebnis in 3:1. Das war's eigentlich, wie gesagt. Ich spende jetzt hier mit dieser Folge. Und ciao, ciao.